Madeleine, hallo, guten Tag. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Freut uns, wenn wir Besuch bekommen. Erzählst du ganz kurz, wer du bist? Ich bin Madeleine Bier, arbeite bei Perirodan seit letztes Jahr im August 2016 und bin so ein bisschen das Mädchen für alles, sage ich immer. Ich mache die Buchhaltung, ich mache den Report in der Erstauflage. Ich habe die redaktionellen Aufgaben für den Planetenroman übernommen. Dann mache ich den Belegversand, also dass die Autoren ihre Werke auch dann zeitig erhalten. Ich unterstütze manchmal die Feline, wenn sie nicht da ist, und mache dann Social Media Vertretung. Oder hilf ihr auch so bei anderen Schandtaten, manchmal, wenn sie eine lustige Idee haben, bin ich immer ihre Partnerin. organisiere unsere Teamtagungen oder auch Autorenkonferenzen. So wirklich so alles ein bisschen. Alles ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Lass uns kurz über den Report sprechen. Perirodan-Report, für alle, die nicht die Perirodan-Hefte lesen, solche Menschen soll es geben, ist eine regelmäßige Beilage in der Erstauflage. Erzähl uns kurz, was steht drin? Du hast das gerade neu übernommen. Genau, seit diesem Sommer mache ich das. Hast du Pläne für nächstes Jahr? Wohin möchtest du den Report entwickeln? Also mein Chef hat so eine grobe Vorstellung drüber, so ein breites Feld, also nicht nur zum Thema Perirodan was zu machen, sondern auch so Science Fiction allgemein. Und in die Richtung versuche ich das so ein bisschen zu leiten, weil die Idee finde ich eigentlich sehr schön. Hm. So, dass es dann immer so eine Abwechslung ist. Natürlich Perirodan schon der Schwerpunkt, aber zum Thema Science Fiction in Deutschland. Mhm. Weil mich das selbst auch interessiert und dann, ja. Klingt gut. Du hast eben noch, ich habe ihn eben auch schon in die Kamera gehalten, eine der Neuauflagen der Planetenromane. Genau. Wie entsteht so ein Heft? Weil die Texte sind ja schon da. Genau, die sind Was ja schon da. Was muss man jetzt noch machen mit so einem alten Text, damit er danach so schön aussieht? Also wir machen, erstmal überlegen wir, welche Romane wir nehmen sollen. Es sollen ja schon auch die besseren oder die spannenderen sein. Dann sammeln wir so die Ideen, die wir haben, welche wir benutzen könnten. Und dann spreche ich mit unserem Lektor, dem Rainer Nagel, was er davon hält. Meistens sagt er, ja, findet er gut. Und dann schaut er erstmal, ob man das noch in die neue deutsche Rechtschreibung machen soll und ob das natürlich dem Kanon der Serie entspricht. Es gibt ja oft Sachen, die wir dann verändert haben oder verbessert haben. Das gleicht er ab und dann schaut er auch, ob die richtigen Begriffe benutzt wurden. Und wenn das nicht stimmt, dann ändert er das natürlich. Danach gucke ich nochmal drüber, ob ich noch irgendwelche Redigierleichen oder sowas finde. Und dann geht es sozusagen in Druck. Und den Arndt Drechsler haben wir ja als Titelbildzeichner und da finde ich es wieder sehr gelungen, das Titelbild. Ich schreibe ihm immer, welche Romane wir benutzen werden oder welche dran sind und dann überlegt er sich eigentlich selbst. Das finde ich wirklich super, da hat er ein bisschen auf dem Originalplaneten-Roman abgeguckt und das einfach modern gestaltet. Finde ich wieder sehr gut oder sehr gelungen. So ist ungefähr das Prozedere. Und Rainer Nagel schreibt ja immer noch Vor- und Nachwort. Ja. Selbst finde ich auch immer sehr interessant. Was der für ein Wissen hat, ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja. Gut, dann danke für das Gespräch. Gerne. Danke für das tolle neue Wort Redigierleiche. Mein Kopfkino läuft. Ja. Danke für das Gespräch. Gerne.